Moinsen, liebe YouTuber, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier gibt es jetzt ein kleines Video, Kritikvideo, und zwar über Asteron, Brut des Schreckens, Contamination, ein Trashfilm aus Italien von 1980. Ja, dieser Film ist ein sehr, sehr gut gemachter, ja, abgespaceder Film. Hier spielen natürlich auch der Ian McCulloch als Herbert, als Commander. Marino Massey als Tony, der Inspektor. Und Louis Maliu oder Maleu. Und es spielen auch noch mit Gisela Hahn, die man auch aus Michel aus Lönneberger kennt. Und Siegfried Rauch, den ihr alle von Traumschiff kennt. Also als Traumschiff-Kapitän, als Hamilton. Ja. Dieser Soundtrack wurde von Goblin gemacht. Also Goblin kennt ihr ja auch, das ist die Filmmusikkünstler schlechthin, also lauter italische Filme und auch bei Dawn of the Dead und diversen anderen Klassikern. Also es ist wirklich 92 Minuten geht das ganze Werk und hat eine 1.0 auf Deutsch und 1.0 auf Englisch. Hier das Ganze stimmt jetzt hier nicht so wirklich. Ja. Und die Musik ist von Goblin, genau, der Titelsong Connection und White In. Jetzt habe ich erstmal diese Zettel erstmal abgearbeitet. Aber also der Film ist sehr, sehr empfehlenswert. Also Herbert und Hamilton sind zu einer Expedition oben auf einem fremden Planeten und gehen da quasi in so eine Höhle rein und finden in dieser Höhle komische Eier. So. Sein Kompane Hamilton ist den Eiern sozusagen verfallen. Er ist da gibt es dennoch den Asteron, den Zyklopen, ist der denn quasi dem Hamilton verfallen. Und ja, das Ganze ist dann nachher, dass der Hamilton verschwunden ist und er quasi seinen Tod vorgaukelt, dass er abgestürzt sei. Und Herbert wird dann quasi wieder zurück rekrutiert. 2 Jahre wollten sie ihn halt nichts mehr von ihm wissen, weil sie zu ihm gesagt haben, du hast sowieso nur Scheiße erzählt, das ist alles nicht wahr, was dem Hamilton halt passiert ist. Und der Hamilton hat halt die Wahrheit, die Unwahrheit gesagt. Ja. Und sie fangen dann nachher an, ja, dem Ganzen auf die Spur zu kommen. Am Anfang des Films seht ihr New York City, wo ein Frachterschiff manövrierunfähig wirklich über das Wasser schippert. Und der eine Polizist, der Inspektor, geht dann quasi dahin mit anderen Leuten, die irgendwie Anti-Seuchen-Kampagne sind und da auch solche Anzüge anhaben. Und nach finden sie aufgeplatzte, aufgedunsene Menschen. Es sieht so aus, als ob diese Menschen von innen aus der Brustkorb aufgerissen und die ganzen Eingeweide flattern hin und her. Das sieht in dem Film richtig geil aus. Hier hat man wahrscheinlich irgendwelche Crash-Test-Dummies genommen und ja, die explodieren halt so richtig krass. Und ja, es geht jetzt quasi um diese Eier. Um diese Eier. Genau. Der Film ist ungeprüft. Hier steht zwar hinten FSK 18 drauf, aber dies ist ein Bootleg. Ja, das müsste euch klar sein. Und den Film gibt es dann auch noch in diversen
weiteren Bootlegs und auch Mediabooks, aber das ist schwer daran zu kommen. Genau. Ja, ein paar der Anti-Seuchen-Kampagne-Leute sterben auf ziemlich brutale und grausame Art und Weise. Es spritzt das Blut, auch so ein bisschen Eingeweide. Sie versuchen dann nachher, den Sachen wirklich auf den Grund zu gehen und nehmen dann auch diverse Proben. Die einen frieren sie ein und die andere Chefin halt quasi verbrennt die anderen Eier und experimentiert dann halt an weißen Laborratten, die dann auch prompt zerplatzen, wo sie der Ratte dann halt einfach das Serum gespritzt hat. Daraufhin kommt langsam Bewegung ins Spiel. Das ist halt einfach so. Der Hamilton hat damals Asteron zur Erde gebracht. So, was hier nicht erklärt worden ist in dem Film. Wie hat Hamilton Asteron wirklich den Zyklopen zur Erde bringen können? Na? Das ist natürlich sehr komisch. Es wird hier nicht erklärt. Das Ganze ist aber gar nicht so schlimm, finde ich. Der Hamilton hat halt quasi seinen Tod vorgetäuscht und ist irgendwo im Himalaya, irgendwo in so einer tropischen Insel, wo Asteron versteckt ist in so einer Höhle und quasi die Eier ausbrütet. Und der Hamilton halt einen perfiden Plan hat, die ganze Menschheit zu vernichten durch die Eier, indem sie platzen. Also wenn die Eier kalt sind, passiert das nicht. Passiert den nichts, und wenn die Eier halt quasi warm werden, dann es ist so ein bisschen so aufgebaut wie Alien. Ja? Und der Goblin-Soundtrack ist hier besonders gut eingesetzt. Ich finde, das ist... Der Film ist toll, der Film ist klasse, der Film kriegt von mir eine... Ja, eine 9 von 10. Er wäre noch ein bisschen verbesserungswürdig. Ich denke mal, dass der Film 1980 fertig war, aber dass der 1979 gedreht worden ist. Wenn man sich hier die Special-Effekte wirklich anguckt in dem Film, da haben sie wirklich keine Kosten und Mühen gescheut. Hier wurde rapide viel Geld ausgegeben. Nämlich quasi kann ich euch zeigen, wie viel Geld ausgegeben worden ist. Ups, ja. Das habe ich mir hier aufgeschrieben, wenn ihr das lesen könnt. Das wurde ausgegeben. Und das ist schon rapide viel Geld. Top-Schauspieler wirklich. Und ich kann euch den Film wirklich weiterempfehlen. Hier hat man keine durchgehende deutsche Synchronisation. Das müsste euch auch klar sein. Hier ist das quasi auf Englisch. Und hier habt ihr quasi kaum Bonusmaterial drauf. So sieht die Disc aus. Ja. Und so sieht halt das Cover aus in, ja, auf DVD-5-Niveau. Ne? Sehr, sehr brutaler Film. Vielleicht wird der von der FSK ja irgendwann mal neu geprüft. Ich will es hoffen, weil der Film ist richtig gut. Ja, an das Mediabook und an die Blu-ray wird wahrscheinlich schwierig ranzukommen sein. Da habe ich die Preise schon gesehen und von den Preisen wird mir echt so ein bisschen schlecht. So, Contamination, Asteron, Brut des Schreckens, kann ich euch wirklich ans Herz legen. Für Trash-Fans, ne? Also wenn ihr wirklich Trash-Fans seid und auch aus dem Alter seid. Den Film gab es auch auf VHS-Videokassette. Auch hier gab es zahlreiche Bootlegs, die nur die Langfassung hatten. Also die normale Kinofassung, meine ich, geht mal so eben 80 Minuten. Und die hier geht 92. Ich meine, die Kinofassung ging auch nur 77 Minuten. Da fehlen gewaltige Filmdialoge, die quasi mit in dieser Langfassung rein integriert worden sind, die allerdings nicht ins Deutsche übersetzt worden sind. Tut dem Ganzen keinen Abbruch, wenn ihr den Film Asteron, Brut des Schreckens gerne mal gucken wollt. Ich glaube, den gibt es auch bei Prime.
Ne? Für all die Prime-Liebhaber wird das Ganze wahrscheinlich auch was sein. Sehr trashig. Auf jeden Fall darf Asteron Brut des Schreckens nicht fehlen. Einen 9 von 10 Punkten.